sie auch so leicht nicht treffen. Aber jetzt kloppen wir uns hier durch. Wir machen das auch mal in Echtzeit. Das kriegen wir in Echtzeit hin. Das, die machen nicht so viel Schaden. Ich meine, immerhin, Mexican Touch betreibt Bodybuilding. Der Flut. Oh Mann, ey. Ich hasse diesen Nekromanten. Übrigens, die Leute haben gefragt... Tod nahe. Okay, du kannst es noch weiter überdramatisieren, Mexican Touch. Also, so kann man es nun nicht sagen. Du machst Bodybuilding, hallo, du hältst auch wohl ein paar Schläge ja aus. Du brauchst ihn nicht gleich zu Anfang schon zu anstellen, aber er kriegt auch echt am meisten ab. Guckt euch das mal an, ey. Du hast doch richtig auf den Sack bekommen gerade von allen gleichzeitig. Wir heilen den noch nicht so viel. Guckt euch mal an, wie viele Lebenspunkte Devlin hat. 28 und hier Mexican Touch, hier 55. Dementsprechend ist das schon ein Unterschied. Der hält natürlich ordentlich was aus. Da passt der liebe Devlin dreimal fast rein. So. Hier sind vier Kisten, die kann man auch alle wieder aufmachen. Gucken wir uns auch mal gleich an. Oh. Hier kommt unsere erste Ausrüstung, Freunde. Also hier geht es jetzt langsam los auch schon. Echsenmännerhelm kriegt unser lieber Freund hier. Einen normalen Helm kriegt unser Heiler. Noch so ein Lederwams. Keine Ahnung, wer ihn haben will, gerne. Ein Jagdbogen, klar, gerne. Ein Schwächeheil nehmen wir mit. Erstmal alles mitnehmen. Hier werden wir jetzt erstmal ordentlich was finden an Geld und an verschiedenen Dingen. Witwenbären, ist das denn eigentlich, wie sollte ich eigentlich mal ihr geben? Und ein Langdolch kann man benutzen, muss man jetzt nicht. Muss mir erstmal daran gewöhnen, wen ich jetzt wo habe. Gut, hier haben wir eine Keule, Dornrindenkeule, Trolle der Eisensandwüste stellen diese Keulen her, indem sie das unglaublich harte Holz des Dornrindenbaums im Feuer noch weiter härten. Das ist interessant. Man kann also das Feuer härten, indem man es abfackelt. Das macht viel Sinn. Also Handschuhe und noch einen Helm, noch einen weiteren Helm. Ich meine, wir werden hier gut versorgt. Als mit Alchemie kriegt unsere Vampirin. Das ist, ihr wisst, mit Alchemie habt ihr es eh nie so in dem Spiel. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich The Witcher nicht so gerne spielen mag. Als ich gehört habe, dass es sich in vielen Teilen in Alchemie handelt, also, nee, muss jetzt nicht sein. Geht zwar, aber nee. Wenn es so essentiell ist, das Spiel sagt, auf höheren Schwierigkeitsgraden sollte man sich schon mit Alchemie ein bisschen befassen. Also, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dementsprechend habe ich mich auch immer von The Witcher ferngehalten. Ich nehme natürlich, wie gesagt, alles mit. Ich will das natürlich auch alles verkaufen gerne. Krankheit heilen, Körperresistenz, warum auch nicht. Fiemerwurzel, Bernstein können wir auch verkaufen. Und eine Trankflasche. Ja, zu Anfang, man kriegt ja ein bisschen was. Man kriegt ja zumindest gleich zu Anfang schon ein bisschen was. Jo, ich bin der Krieger. Seht ihr, dass das ein Krieger ist? Er kann auch keinen Bogen. Das kann ich nicht verwenden. Das kann ich nicht gebrauchen. Nee, das ist ja nicht so schlimm. Es hat funktioniert. Er hat die beste Stimme. Er hat die beste Stimme. Na gut, und natürlich noch unsere Helme ein bisschen verteilen hier. Und so einen Handschuh nochmal. So, ich weiß, dass sie noch einen Helm hatte. Hier, du kriegst auch noch einen Helm. Also, yeah, wir sind Krieger. Ich habe diese Kappe aus weichen Eisen und ungehärteten Leder bietet nur geringen Schutz vor Kopftreffern. Aber wenigstens etwas. Da soll man sich jetzt nicht gleich wieder beschweren, nur weil hier, ne? Ihr wisst schon. Ja, und damit würde ich sagen, können wir auch weitergehen. Ich werde, wie gesagt, ich werde natürlich in den ersten Kampf jetzt noch nicht so viel Genauigkeit hinnehmen, beziehungsweise ich werde ja noch nicht so viel spoilern, was jetzt als nächstes kommt, aber ich werde bald in einen Dungeon kommen und dort werde ich wahrscheinlich noch keinen Pfeil und Bogen haben, aber das ist da auch noch nicht so wichtig. Das sei mal dazu gesagt, ich muss erst noch meine Sachen hier sortieren, damit das auch alles ein bisschen Sinn ergibt, was ich hier tue. So, alles klar, Zaubersprüche bleiben hier. Dann haben wir das hier also ein bisschen geordnet. Gucken uns noch mal ein bisschen um, was wir hier für Leute finden. Rotnachs. Mein Bruder Rotnachs sehen. Und ihr habt den Steinportal gerettet. Ich muss nach Hause zurückgehen und die Rettung unserer Familie planen. Aha. Okay, ich habe nie mit Rotnachs geredet. Experte Handel können wir werden. Oh, das sollten wir uns mal merken. Experte Handel, damit ist natürlich falsch gemeint. Leider wurde das auch wieder falsch übersetzt. Schade drum. Man könnte meinen, die Leute, die das übersetzt haben, hätten daraus gelernt. Wir klicken uns hier mal durch, um zu wissen, wo die Leute... Wir werden uns das ja eh nicht merken können. Großmeister des Handels von Alva lebt in der Stadt Rabenbucht. Da kann ja der Rassenballhandler untereinander beobachten. Ja, es wird so ein bisschen auch erklärt, warum das wohl so sein könnte. Aber gut. So viel dazu. Ich will immer mit meiner Tastatur hier... Ich muss sie mal wegschieben. So, okay. Das läuft doch hier alles auf meine Körpermagie. Also hier sind ein paar interessante Leute, die für uns wichtig sein werden. Definitiv. Aber hier ist auch Experte Platte. Das ist natürlich hier unseren Heini. Es blinkt irgendwie immer derjenige auf, der damit was anfangen kann. Das ist auch irgendwie interessant. Weil wenn ich jetzt draufklicke... Nee, doch nicht. Also irgendwie ist er einfach aufgeblinkt. Stand er jetzt Iron Fist? Iron Fist, ey. Wer erinnert sich nicht an Burg Iron Fist? Gut, Experte Hand und Experte...
Ich werde Körpermagie sind dabei zu finden. Wir teleportieren uns noch ein Stückchen weiter. Denn wir haben noch einiges zu tun hier. Wir wollen ja noch weiterkommen. Wie gesagt, Körper brauche ich noch einen Punkt. Und Handel brauche ich noch zwei Punkte. Heißt, wenn der hier nachher ein bis zwei Stufen noch aufgestiegen ist, dann werden wir denen das hier nachher ganz fix beibringen können. Handel und Körpermagie, beides unglaublich wichtige Fähigkeiten. Spiel der Schnelligkeit, ihr habt verloren. Natürlich werden die ja alle verlieren. Angeblich soll es ganz einfach sein, solche Spiele am Anfang des Monats zu gewinnen. Auch dasselbe mit den Schwertern, aber ich weiß das nicht. Purpurne Tonne, ich habe keine Ahnung. Gebe ich einfach mal Teddy mehr. Schnelligkeit, okay. Blaue Tonne müsste aber wirklich Charisma sein. Persönlichkeit, okay. Es heißt ja Persönlichkeit, ich hab's vergessen. Und das müsste Glück sein. Kriegt der Mexican Sarge, der kriegt Glück, der hat Glück, der kriegt noch mehr Glück. Das Bootsdock. Wir können nur zu den Docken, aber wir müssen den Weg durch die verlassenen Tempel nehmen. Das ist mal was anderes. Wenigstens gelangen wir so zu den Booten. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Untergrundpassage des Tempels, wurde schon viel drüber geredet. Hier ist Meister, Waffenmeister. Da gibt's auch den großen Meister, der Waffenmeister. Ja. Naja, wie ihr es halt kennt, so Großrichter, Großmeister der Fechtkunst ist einer der führenden Mitglieder des Rates der Piraten. Ich glaube, es gibt jetzt auch mittlerweile nur noch einen Experten, einen Meister und einen Großmeister jeweils. Ich weiß das nicht mehr so ganz genau. Ich glaube aber sowas gewesen. Ist aber schön, dass... Oh, Experte Bodybuilding. Oh, da ist jemand, glaube ich, neugierig. Das werden wir uns auch mal merken. Dann werden wir uns das auch nachher relativ schnell nach oben pinnen. Wenn wir das schon alles hier vorne gleich am Anfang des Spiels finden, dann wissen wir, wo es sich lohnt, als erstes unsere Punkte reinzustecken. Das sollte man alles im Auge behalten. Also, das ist auch nicht so schwer, ne? Aber nur so ist es ein bisschen Auge. So, dann ist das gleich das magische Auge gleich wieder alle. Das sollten wir mal wieder auf Vordermann bringen. Was ist denn Lichtmagie? Was habe ich da? Ein Lichtpfeil. Ja, ganz klassisch. So ein Lichtpfeil, warum auch nicht. Erstmal wieder machen und uns für diesen Tempel vorbereiten, wo wir auch Fackellicht brauchen werden. So, jetzt kommt das Witzige gleich. So, laut Überlieferung wurden die Tempel der X-Men in dieser Epoche durchfallen, nicht durch Monster vor Eindringlingen geschützt. Was soll man dann aber von Reptilien halten, die gleiten in der Dunkelheit zurückweichen? So, ich weiß nicht, ob da am Anfang oder... Nee. Ich hoffe, es ist es wert. Ja, ist es, keine Sorge. Simon Templer, guckt euch sein Gesicht an. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Hallo, wieder jemand, der einen Weg von dieser verfluchten Insel sucht. Mein Name ist Simon Templer. Ich habe einen Weg in diesen Tempel gefunden, von dem man mir sagt, es wäre der Weg nach draußen. Lass uns zusammenreißen. Anschließend. Nehmt ihr den Ritter Simon Templer in eure Gruppe auf, wenn ihr wollt, dass Simon Templer sich der Gruppe anschließt, dann klickt auf Ja. Und wenn ihr wollt, dass er auf einen Gasthof in einem Abenteuer war, dann klickt auf Nein. Klar, nehmen wir mit. Wir haben einen zweiten Ritter jetzt dabei, den Simon Templer. Das ist ganz lustig, haben wir zwei Ritter gleich zu Anfang dabei. Der kann auch schon einiges. Der hat einiges drauf. Der hat auch Bodybuilding. Cooler Kerl. Werde ihn aber aufgrund dessen nicht behalten, weil ich schon einen Ritter habe in diesem Run. Das ist sonst nie bei mir der Fall gewesen. Ich habe meistens sonst immer... Was habe ich sonst immer gerne zu Anfang? Zu Anfang habe ich immer gerne einen Dunkelelfen genommen. Das habe ich immer gerne mein Tiger heißt. Nachher wird hier wahrscheinlich als fünftes Teammitglied, soweit kann ich auch schon sagen, wird es nachher einen Dunkelelfen geben. Und das fünfte und das, na, in dem Sinne, das vierte Teammitglied, was ich hier nachher noch mit der Elspeth ersetzen werde, das ist noch geheim, das sage ich euch nicht. Das würde ich euch den Spaß nehmen. Die Leute, die das Spiel kennen, wissen schon wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, ist natürlich cool, der Ritter hier, ne? Der kann reparieren, Großmeister werden, aber das werde ich alles hier Mexican Sarge beibringen. Auf jeden Fall. Und ja, für den Moment, wo er jetzt dabei ist, kriegt er erstmal ein Schwert. Kriegt er das ein bisschen besser gemacht. Damit er einfach erstmal ein bisschen was aushält. Das ist das Wichtigste. So, wo sind wir hier? Wir sind im komischen Heini-Tempel, im verlassenen Tempel, um genau zu sein, worüber wir jetzt angeblich rauskommen wollen. Ja, dieser Tempel, der heißt nicht umsonst verlassener Tempel. Guckt euch hier oben rechts auch übrigens auch immer mal diesen Schädel an. Der sagt euch, was ihr alles anhat. Das ist schön symbolisch dargestellt. Das Licht dahinter, um das Fackellicht zu darzustellen. Das können wir hier unten oben links nachgucken. Und das magische Auge, was durch dieses Auge hier angezeigt wird. Sehr, sehr cool. So, jetzt seht ihr aber unter uns diese ganzen Punkte. Ja, da warten schon Gegner auf uns. So viel kann ich euch versprechen. Was das für Gegner sind? Ich sage, sie haben den geilsten Namen aller Zeiten. Was ein Gegner für einen lustigen Namen haben kann. Das wird schwer. Quaddel heißen sie nämlich hier. Das ist stark. Junge Quaddel, normale Quaddel. Und es gibt auch starke Quaddel. Ich glaube, da hinten ist ein gefiederter Quaddel. Eine Schlange, Entschuldigung. Es ist natürlich eine Schlange. Die haben 13 Lebenspunkte, die anderen haben 6. Die können wir aber auch so verkloppen. Die sind jetzt nicht so schwer. Unser lieber Ritter kann übrigens schießen und die gefiederten Schlangen haben einen Blitzschuss. So viel sollte nochmal gesagt sein. Das sind zwar viele, aber die kloppen einfach so kaputt.
Ja, wir sind ja hier zu fünf. Das spiegelt nicht unbedingt davon aus, dass man so clever ist und schon alle fünf Leute dabei hat. Aber wir sind ja so clever und wir finden ganz schön viele... Daniel, das ist einer dieser Momente, die ich gemeint habe mit übertrieben dramatischer Musik. Auf einmal so, Mamabi, Mamabi, Mamabi. Genau, die Musik musst du dich auch gerade noch erinnern. Weil du ja so gerne Sweetwater magst. Ich hoffe, Daniel, du guckst ja auch mal rein. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, dass du dir einfach mal einen Kommentar hinterlässt, dass du das zur Kenntnis genommen hast. Weil ich glaube, du guckst dir dieses Let's Play sowieso an, aber ich freue mich ja auch immer. So, wenn du bei mir vorbeiguckst, dann freue ich mich auch immer ganz genau. Aber genauso wie Hendrik, den grüße ich ja auch. Ich weiß ja, ich freue mich, wenn ihr hier mit zuschaut. Das macht mich immer echt glücklich. So, meine Freunde, wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt hier rüberkommen. Dieses Spiel macht etwas sehr Interessantes. Und zwar weiß ich, wenn man hier runterspringt, dann werden die Fallen hier ausgelöst. Das ist nicht, glaube ich, ein Fallenboden. Und wenn man den... Ach, okay, so war das gewesen. Oh, so war das gewesen. Okay, ich erinnere mich. Die Platten gehen nicht langsam runter. So war das gewesen. Ja gut, es ist kein Ding. Wir töten die einfach alle. Das ist, wir machen die einfach alle kot, die ganzen Monster hier. Ja, mit dem Mausblick lasse ich auch übrigens an. Der ist ganz cool. Das ist ganz cool, der Mausblick. Ich mag den ganz gerne. Das habe ich gar nicht gedacht, dass ich den so sehr mögen würde. Und wir finden auch ganz viele Edelsteine, auch wenn die voll schrottig sind zum größten Teil hier mit mit den ganzen Zirkonen hier jetzt gerade. Aber die nehmen wir alle mit. Die gebe ich auch alle mal weiter an unseren lieben Freund hier, den Telmer. Der kann damit ja am meisten anfangen.